Und damit sind wir wieder im Studio von Let's Play Dark Souls Round 3 mit dem Fußknochenquetscher. Ja, ich habe überlegt, was bleibt denn eigentlich noch übrig, bevor wir Gwyn versuchen zu entmannen? Ich dachte mir, wo wir schon angekündigt haben, dass wir diesem Schnuckeldrachen hier die Starallüren wegschlagen. Guck mir mal, wie weit wir tatsächlich stumpf, wie wir sind, kommen. Was, das war schon? Ja, Uga, Uga, Das war wesentlich schneller, als ich gedacht habe. Wenn ich bedenke, was ich mit meinem Kleriker dafür Probleme hatte. Ho, ho, ho. Ja, das wäre auch aus dem Weg geräumt. Dann bleibt jetzt quasi tatsächlich nur noch der Großmeister Sonne übrig. Aber für den Großmeister Sonne werde ich auf meine althergebrachte Art und Weise weiter streiten. Ich werde die Axt erstmal wegpacken. Ich werde die Axt höchstens dann wieder anpacken, wenn ich ohne die Axt nichts mehr zu packen habe. Also wenn ich es nicht hinkriege oder sowas. Ich werde auf meine Dämonenmachete, Machete, zurückgreifen. Oh, ich bin wieder so langsam. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das Ding wesentlich schwerer ist. 18, das wiegt 14. Jawohl, da kann ich mit meinem neu aufgerüsteten Charakter auch mit 41. Wie heißt das Zeug noch gleich? Ausdauer. Leider Gottes nichts machen. Deswegen lasse ich das mal für den Fall der Fälle hier. Meine Glaive ausgestattet. Gucke mal kurz. Kann ich Waffe verstärken? Ja, ich kann Waffe verstärken. Ich habe ja dem komischen Dämon in der letzten Folge noch auf die Mütze gehauen. Dann gucken wir mal. Das bleibt A. Ist also entsprechend nicht ganz so stark wie die schöne Schnuckelaxt. Aber dafür kann ich sie in einer Hand tragen. So. Wir sind ein Tank. Und Tanks haben dicke Schilde. So. Ansonsten, es freut mich natürlich, dass die letzte Folge ganz gut eingeschlagen ist, scheinbar. So, wir sehen uns am Feuerbandschrein wieder. Jo, da sind wir wieder. ZP-Brat Lantus, Mann, das war die beste Folge, die ich seit langer Zeit hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Kompliment wahrnehmen soll oder als Kritik an meine Standardleistung. Vielleicht ein bisschen von beidem. Sorry, Fool. You could not be the chosen. Warum nicht? Ich habe keinen Respekt vor dir. Lurch. So, wir haben soweit alles beisammen. Ja, ich muss gestehen, ich hatte Zweifel daran, ob ich die Folge von gestern überhaupt hochladen soll. Ich meine, es gibt Tage, da hat man irgendwelche kranken Ideen im Kopf und während man so rumbastelt, steigen die noch weiter. Und dann gibt es auch Tage, da hat man genug Zeit, um da überhaupt rumbasteln zu können. Ich meine, wenn ich sowas in jeder Folge machen würde, dann dürfte ich nur noch ein oder zwei Folgen die Woche machen. Ich meine, das machen andere, damit sind sie auch erfolgreich, aber nun gut. Schön warm. Und aus der Asche des Feuers, die wir aus Kratos' Familie machten, wurde die Welt weiß. Ich liebe diese Sequenz. Oh, ich liebe es, wenn so große Portale aufgehen. Und ich liebe es, wenn wir durch so große Portale, die wir gerade eben aufgemacht haben, durchgehen können. Ja, aber God of War ist so eine andere Geschichte. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der mit dem ersten Teil davon den meisten Spaß gehabt hat. Keine Ahnung, ich meine, der zweite ist in vielen Belangen besser. Sagen sie zumindest. Ich finde den ersten irgendwie am geilsten. Das liegt am Setting, weil ich den Tempel der Pandora, der so viel Spielzeit ausmacht und den finde ich so geil designt mit den ganzen Ringen, die man nacheinander ja auftut. Und ich hätte gedacht, oh, in dem Spiel, das sieht jetzt ja doch sehr Zelda-like aus mit den verschiedenen, Tempeln, die man so macht. Aber es sind keine verschiedenen, stimmt, es sind keine verschiedenen Tempel, sondern es ist nur einer. Und dann noch, ja, so 30 bis 40% mehr. Mehr. Aber ich finde den Tempel so unglaublich geil. Ich liebe so, eben auch bei Zelda, das Tempel, die Tempel sind für mich so das Salz in der Suppe. Und, ja, ich weiß, das sehen viele anders. Da bin ich der Einzige. Aber es ist mir egal. Was soll ich dafür können? Ist halt so. Und das hatten die Nachfolger eben nicht ganz so. Und was beim ersten Teil auch geil war, da hatte ich das Gefühl, da hat zumindest eine Person hintergestanden, die von Anfang bis Ende eine gewisse Vision hatte und die durchdesignt hat. Also, das mache ich so an ganz kleinen Details fest, die mir, ja, wirklich alles geben, sage ich jetzt mal. Wo mein Gehirn vor Verzückung explodiert und
wo man so mein, ja, Mindfuck nicht, aber wo man dann denkt, oho, aha, so ist das. Oh mein Gott, hältst du was aus? Aha! Ich meine damit jetzt so Kleinigkeiten wie das Grab. Ja, am Anfang des Spiels lernt man diesen Grabmann da, diesen Grabgräber, also der dieses Loch gräbt. Hey, Kratos, das ist für dich. Du wirst bald sterben. Und quasi ganz am Ende klettert man dann da raus, nachdem man zum Hades gelangte. Unfreiwillig. Durch den starken Wurfarm der Götter. Und, das ist das eine. Das andere auch im Endkampf. Ah! Oh, ey! Ey! Ui, dass ich das noch hinkriege, ist auch neu, neu, neu! Boah, wie viele Lebenspunkte haben die auf normal? Auf fast 1000! Und, wow, da ist sie. Die ist super. Ich tue alles, um meinem einzigen vorher verfügbaren Schwarzritter Großaktmenschen das Ding zu kriegen. Und hier plumps habe ich's. Danke. Am Ende des Spiels. Und das ist das Schwert, dieses Riesenschwert, über das man als Plattform vorher drüber läuft und denkt, ja, das sieht ganz nett aus, aber was soll denn das? Und dann auf einmal entpuppt sich das als die letzte Bastion von Kratos wieder seines Feindes. Und da kriege ich auch noch den Schwarzritter Großschild. Ja, was auch immer. Ja, diejenigen, die mir hier häufiger mal über die Schulter geguckt haben bei meinen Dark Souls Spielen durchgängen und meine Kämpfe gegen Gwyn gesehen haben, werden festgestellt haben, ich habe ihn bisher mal durch Parieren besiegt. Das kann ich mit diesem Großschild hier nicht, weil mit Großschilden kann man nicht parieren. Damit kann ich bashen! Wow, bashen! Und ob das was bringt, ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Und ja, die große Brustine lässt sich auch entbrusten, wie Indak 08 erkannt hat. Bashen! Toll. Aha! Jetzt hau ich dich! Oh oh! Oh oh! Jetzt hau ich dich! Wow! Ich sollte ein bisschen taktisch klüger vorgehen, glaube ich. Oh, sind wir jetzt... Wo hat der Reichweite? Boah, bashen! Nein, hauen. Sehr gut! Er hat Angst vor mir! Nummer 1, Nummer 2. Autsch! Jetzt brauche ich einen Tritt in die Eier! Bei dir. Okay, ich bin wieder im Plus. Ich bin im Plus! Nicht zu verwechseln mit der. Aua! Aua! Doch nicht aua! Ich brauche jetzt mal. Okay, trink, 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 trink! Wurz und Wutz und. Doch nicht Wutz? Oh oh! Oh! Wow, er hat mir gerade den Rost weggebrannt. Meins? Okay. Na, Mist. Zu langsam. Von beiden Seiten aus. So, Schutz, 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 Schutz. Meins? Schutz. Und jetzt trink, 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 trink. Das geht ja bei dem so schlecht. Na, na, mach mal was anderes. Okay, ich hau dich. Eins und zwei und drei und vier. Und jetzt hau ich dich! Oh, zum Glück habe ich das Ding noch rechtzeitig hochgeregt. Und jetzt ist du hinüber! Yes, 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 yeah! Auf die Knie! Lies mir ein Märchen vor vom sterbenden alten Mann! Yes. Wow. Okay. Gwyn ist mit dieser Ausrüstung hier auch nicht das große Problem. Das hätte ich jetzt nicht fest gedacht. Ja, ich... Haben wir natürlich Gedanken gemacht. Was machen wir? Leuchten wir das Feuer oder gehen wir weg? Aber da wir es uns auch auf uns genommen haben, in diesem Durchgang von Let's Play Dark Souls, die Dark Wraith freizuspielen, also die menschenliebhabenden Schlangis, gehen wir einfach kaltschultrig hier raus, in die Dunkelheit des Endes. Und er bringt Kolgate mit! Was? Fremd der Lutscher! Soll er mal herkommen? Der hat mich eben noch beschimpft! Der Penner! Bis Las Vegas erfunden wird.
Und jetzt pflanze ich meinen fetten Hintern auf meinen fretten Thron. Den eisernen Thron? Nein, das war eine andere Geschichte. Ja, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die schon seit dem ersten Durchgang von Dark Souls meine Dark Souls Durchgänge durchgeguckt haben. Falls es da irgendjemanden geben sollte, der gerade zuguckt, weiß ich nicht. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es irgendjemanden gibt, der sich sowas dreimal antut. Dazu dann auch noch dieser Einzelteil Torias of the Abyss. Und auch wenn ich, an dieser Stelle muss ich sagen, ich hatte ja während des dieses Projektes, dieser Runde, in Aussicht gestellt, einen Level 1 Run. Aber ich muss sagen, dass dieser Bernd hier bis dato es immer noch nicht geschafft hat, Gewinn mit seinem Level 1 Helden umzubringen. Und ich fühle mich doch stark erinnert an meine 300 Erstversuche im normalen Erstdurchgang von mir gegen Win und ich könnte kotzen. Ja, ich denke auch eine Runde muss jetzt in naher Zukunft auch nicht sein. Eventuell werde ich das Ganze angehen bei Dark Souls 2 mal als Herausforderung einer zweiten Runde, aber wir haben jetzt so viel Dark Souls in der letzten Zeit gehabt, muss auch mal gut sein. Es gab in der Zwischenzeit ein paar Stimmen, die sich während Projekt, also Runde 2 und Runde 3, glaube ich, auch der ein oder andere, der mal angeschrieben hat, hey Bernd, wie sieht's denn aus? Jetzt hast du das hier so schön gemacht und so viel gemacht bei Dark Souls. Jetzt ist aber auch mal wieder Demon's Souls dran. Ja, ich hätte immer gedacht, Demon's Souls, ich hätte einen normalen Durchgang gemacht und inzwischen drin irgendwie den, oder das Verlangen, mal auszutesten, ob ich dieses Spiel auch ohne Schild durchspiele und habe entsprechend da die meisten Bosskämpfe mit meinem Shieldless-Charakter gezeigt. Aber natürlich nicht die normalen Level-Durchgänge. Ich habe bei jemand anderem jetzt vor kurzem auch gesehen, der eine Challenge bei Demon's Souls als Boxer, als Holy Boxer, sich versucht. Da habe ich mir auch gedacht, oh, könntest du vielleicht mal, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich möchte, denke ich, auch mal ein bisschen Zeit zwischen diesen so doch recht ähnlichen Spielen ins Land ziehen lassen, bevor ich mich da auf irgendwas stürze. Aber ihr könnt mir natürlich gerne so schreiben, ob Demon's Souls auch interessant wäre und ich da vielleicht noch vor Dark Souls 2 irgendwas mache oder nicht mache. Wobei, das Jahr ist ja auch schon über die Hälfte rum, also so lange dauert es nun auch nicht mehr. Zumindest gerechnet in alte Berndtage. Man, je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Ist so. Ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Ich danke, wie gesagt, vielmals dafür. Und, vielleicht sieht man sich ja in einem anderen Projekt mal wieder. Wobei, bei den meisten wahrscheinlich nicht. Also, bei den Dark Souls-Spielen, gerade bei den Dark Souls-Zuschauern, die lieben Dark Souls und was anderes kommt denen gar nicht erst in die Tüte. Genauso wie bei den League of Legends Leuten oder den Minecraft-Zuschauern. Zumindest habe ich das im Gefühl. Von daher, ja, würde mich freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen. Wenn nicht, wünsche ich euch alles Gute. Aber vielleicht ist es ja spätestens bei Dark Souls 2 der Fall. Aber was ich jetzt retrospektiv sagen muss, sehr viel einfacher mit diesem Charakter. Sehr viel einfacher. Ich hatte gerade bei Gwyn, also beim Drachen, also, nein, Moment. Gerade bei den DLC-Bossen hätte ich gedacht, ja, die sind schwieriger, die halten was aus. Aber da habe ich mich ja fast durchgeschnetzelt mit Ausnahme des Drachen. Und das sähe vielleicht anders aus, hätte ich es nicht versucht, das Obsidian-Großschwert an mich zu reißen. Und jetzt auch noch mein Hassboss ever. Obwohl sich das hier natürlich gebessert hat, seit meinem ersten Durchgang. Gwyn, auch im ersten Versuch, nein, ich bild mir da nichts drauf ein. Es ist einfach wesentlich einfacher mit so einem Charakter, der was aushält. So einen dicken Schild bei sich trägt und vielleicht Waffen, eine schnellere Waffe. Mit der Glefe wäre es, glaube ich, noch besser gegangen, weil dann hätte ich, glaube ich, nicht so viel einkassiert, was Gwyn betrifft, nach einem normalen Angriff. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Auf Wiedersehen.